Wir melden uns wieder aus dem Riesenspielzimmer im Alpengasthof Muttersberg auf 14.01 Uhr. Und einst hatte mein neuer Gast eine sehr hohe kindliche Stimme, die ihn in die ganze Welt geführt hat. Die Rede ist von meinem neuen Gast, Wolfgang Pichler, den ich recht herzlich begrüße. Servus, Wolfgang. Servus, Andreas, danke für die Einladung. Du hast eine geniale Karriere mit den Wiener Sängerknaben gemacht. Eine Jugendkarriere. Kind, Jugend. Also, seit der vierten Klasse Volksschule. Gottlos in diese Richtung. Ja, und genau. dieser Stimmbruch ist denn immer der Knackpunkt in dieser für Sache. Für den Ausstieg. Der kündigt sich denn langsam an, am Ende der Karriere quasi. Und dann ist, irgendwann fertig, einmal vorbei. Ja, genau. Wolfgang, als ich die Geschichte gehört habe, war ich fasziniert, weil wir haben in den Archiven den gestöbert, beziehungsweise stöbern dürfen bei dir, und unheimlich alte Aufnahmen gefunden. Wie lange ist jetzt das etwa her? Boah, das ist gut 40 Jahre her. 40 Jahre schon war. Ist das her. Ja. Man sieht das so teilweise an den Filmaufnahmen, also bitte das um Entschuldigung, die Qualität. Aber wir haben irrsinnige Dinge gefunden, sage ich auf YouTube. War irgendwas doch an einem Weihnachtskonzert oder irgendetwas gehabt, glaube ich einmal. Das waren so Aufnahmen bei Konzerten, also auf Tournee, wo man guten Abend, gute war. Nacht. Ja, genau. Hat da ja. Das war, glaube ich, während einer Japan-Tournee. Übrigens, da sind wir ja schon beim Thema. Das war also, da haben wir viel Filmmaterial gehabt. War das also die längste und größte Reise oder wo bist du denn überall gesehen? Für die Sängerknaben war eigentlich immer, oder für jeden Sängerknaben ist eigentlich immer so ein bisschen so der Stolz, wohin gehen die Tourneen, und da hat man selber keinen Einfluss drauf, sondern die Direktion der Sängerknaben schickt einen einmal im Jahr für zwei, drei Monate. Auf eine Tournee. Da gibt es Frühjahrstourneen und Herbsttourneen. Und die Sängerknaben bestehen ja aus 4 Chören und 2 Chöre sind immer im Frühjahr unterwegs auf Tournee und 2 Chöre sind im Herbst unterwegs. Ah, das habe ich gerade gewusst. Ah, da gibt es mehrere. Und eine der beliebtesten Tourneen zu meiner Zeit zumindest damals waren die Amerika-Tournee und eine Asien-Tournee mit Schwergewicht Japan. Ja. Und Gott sei Dank kann ich es, weil die Japan-Tournee, die hat es nur alle 4 Jahre gegeben. Das heißt, es ist von diesen 4 Chören in 4 Jahren, die man so circa aktiv singt, hat nur ein Chor quasi die Chance, dass er das tatsächlich macht. Und Gott sei Dank habe ich das Glück gehabt, bei dieser Asien-Tournee dabei zum sehen. Da haben wir ganz alte Aufnahmen gefunden, auch von dir, obwohl du selber viel Kamera gemacht hast. Gell? Aber lass uns jetzt noch einmal ganz kurz an den Anfang kommen. Wie jung warst du, wo du damals dich entschieden hast, zu den Wiener Sängerknaben zu gehen? Beziehungsweise wie war da der Reifeprozess? Wie kamst du dazu? In dem Alter hast du selber kaum eine Entscheidung. Ja, eh. Weil das war, keine Ahnung, meine Eltern hatten die Vision. Ja. Also ich bin selber, wie wäre in dem Alter sonst auf das gekommen, aber meine Eltern haben die Vision gehabt aus Zeitungsberichten und so weiter. Aha. Und im zarten Kindesalter, so im Kindergarten und so, ist mir irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich ganz gut singe. Ja. Und in Verbindung mit den Medien, wo die Wiener Sängerknaben halt damals präsent waren, haben meine Eltern die Vision entwickelt. Und dann bin ich ein Jahr lang, innerhalb von einem Jahr, habe ich 3 Aufnahmeprüfungen machen müssen, wo immer wieder ausgewählt wurde. Aha. Wer weiterkommt in die nächste Auswahl. Und nach der dritten ist man dann eben quasi auserkoren worden. Österreich sucht den Superstar, so in etwa oder kann die man Starre. Sich das vorstellen. Starre, genau. Ja, und dann gibt es ein Jahr Elevenzeit, dort hat man das genannt. Das war die 4. Klasse Volksschule, da hat man eigentlich noch nicht keine Auftritte gehabt, sondern das war eine Eingewöhnungsphase bei den Wiener Sängerknaben im Augarten-Ballet in Wien im 2. Bezirk. Und danach ist in unserer Klasse auf 4 Chöre aufgeteilt worden. Wahnsinn. Auch ungefähr so nach Stimmlage, so wie die Älteren quasi ausgeschieden sind, eben durch den Stimmbruch. Da hat es so ganz interessante Bezeichnungen gegeben. Diejenigen, die sich da quasi verändert haben, das ist ja eine Veränderung durch die Stimme, und die hat man Mutanten genannt. Mutanten? Also jemand, der in den Stimmbruch gekommen ist, der ist mutiert. Aha, okay, wieder was. Ja, und die sind dann, also die Älteren sind rausgerutscht und die Jüngeren sind dann wieder nachgerutscht. Wie hast du das so gefühlt, das Elternhaus verlassen und so weiter, in die weite Welt ohne Hussi zu gehen? Warst du immer so vom Herzen her veranlagt, Hussi in die weite Welt? Ich meine, damals als Kind? Ja, ist natürlich nicht einfach. Aber du hast also man muss sich vorstellen, ich bin ja aufgewachsen in einem 200 Seelen Bergdorf in Kärnten. Ja. Auf 900 Meter Seehöhe.
Und von dort weg bin ich dann quasi in die Welt gekommen. Mit in der vierten Klasse Volksschule in die weite Welt raus. Das hat dazu so extreme Situationen gegeben, wo man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich von Kärnten weg mit dem Zug alleine nach Wien gefahren bin. Oder mit in der vierten Klasse Volksschule. Bist du alleine gefahren? Alleine gefahren. Da okay. War ich dann unterwegs und bin am Abend irgendwann einmal dort im Heim angekommen. Und, irgendwann? Ja, und du dann mit ihr ein Telefonat, da hat es eine Telefonzelle gegeben, dann habe ich mich dann bei meinen Eltern gemeldet, dass ich gut angekommen bin, ja. Dann hat das wieder passt. Und aber ein großes Vertrauen von deinen Eltern in dem Fall, oder? Eigentlich ja, auch. Eben. Die haben das vorausgesetzt. In dieser Nicht-Handy-Zeit, man kann sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das damals war. Für mein Kind könnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich das ohne Handy und ohne alles oder mit 9 Jahren oder so, jetzt von Vorarlberg, nach Wien schick. Und wie lange warst du denn Wiener Sängerknabe? Danach war ich dann 4 Jahre, habe ich tatsächlich gesungen. Mhm. Und dann hat man noch die Möglichkeit gehabt, danach weiter eine Schule zu besuchen und weiter im Heim zu bleiben. Das habe ich noch 1 Jahr genutzt und dann bin ich wieder zurück nach Kärnten. So, Anna, jetzt blasen wir Vollgas da ein. Nein, Papa, wir sind hier am Christberg. Da steht Entschleunigen an erster Stelle. Wir fahren jetzt ganz langsam da ein und lassen das Panorama von Rettikon und von Verwall auf uns wirken. Und lassen einfach die Seele baumeln. Hast recht, Anna. Meine Seele baumelt wirklich. Super, Papa. Dann können wir jetzt ja Schneeschuh und Langlaufen gehen. Und dann kamst du irgendwie mal nach Vorarlberg. Nein, das war eigentlich dann schon eine berufliche Veränderung beim Militär. Da gab es einmal eine Werbefahrt nach Kärnten von einer Soldatenauswahl, die da Leute gesucht haben und da eigentlich tiptop super Angebote gemacht haben. Ja. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, wieder mal mein Bäckchen zu backen und auf Reise zu gehen. Wieder einmal, oder? Ja, und die sind jetzt einmal auch schon 38 Jahre oder so, was ich jetzt da bin. Wo du in Vorarlberg bist und das österreichische Bundesheer dein Arbeitgeber ist. Genau. Ja. Wie darf man die denn anreden in deinem Berufstitel? Also jetzt sollte ich schon sagen mit Wolfi. Wolfi. Nein, Vizeleutnant ist der Du bist gerade. Vizeleutnant. Ja. Hat man da auch eine gewisse Schulung durchgemacht? Oder? Ja, natürlich. Also insgesamt, was Ausbildungszeiten sind, waren es ungefähr reine Ausbildungszeit, so 4 Jahre oder 4,5, 5 Jahre, die reine Ausbildungszeit. Wir haben die dürfen besuchen in der Kaserne in Geis. Und da bist du eine rege Tätigung. Was sind da so kurz erklärt, bitte, deine Aufgabenbereiche? Ich verwalte ein Gebäude mit ungefähr 180 Betten. Ja. Habe in meinem Aufgabenbereich noch einen Fuhrpark mit einem Haufen Autos. Habe in meinem Aufgabenbereich noch die wirtschaftliche Versorgung der Grundverdiener und auch der Bediensteten, die bei uns sind, was Bekleidung, Essen und so weiter angeht. Ja. Und von der Anzahl der Personen, die ich da quasi verwalte und betreue, sind es ungefähr so ca. 60 Bedienstete, also Berufssoldaten. Mhm. Und je nachdem, das wankt so zwischen 20 und 100 Grundverdiener, die so gleichzeitig dann noch und für dir bist du der Ansprechpartner? Mehr oder weniger? Naja, ich erkläre es immer so, der Job. Also in einer Gemeinde gibt es einen Bürgermeister und ein Gemeindesekretär. Okay. Der Bürgermeister ist der Chef, das ist der Kommandant. Und meine Bezeichnung als Funktion als dienstführender Unteroffizier, ich wäre dann quasi der Gemeindesekretär, der dort ist und eher diese verwalterischen Tätigkeiten. Die Gemeindesekretäre wissen eigentlich eh immer mehr. Na, die bleiben und die Bürgermeister kommen und gehen und so ist es bei uns auch teilweise. Die Kommandanten alle paar Jahre kommen und gehen und eigentlich der dienstführende Unteroffizier bleibt. Du hast eine wahnsinnige Liebe entwickelt, die du gegenwärtig und hoffentlich noch lange in der Zukunft hast. Du singst, du musizierst, du spielst Klavier, Gitarre und bist bei einem Gospelchor. Ja, genau. Wie kommt diese Liebe? Also ich habe natürlich, das mit der Musik hat nie geendet bei mir. Also nur weil ich jetzt bei den Wiener Sängerknaben
nicht mehr weiter dabei sein haben können aufgrund des Stimmbruchs, hat es natürlich nie geendet und war aber dann nie chorisch, sondern eigentlich habe ich immer allein, so ein bisschen Alleinunterhalter, haben auf, keine Ahnung, jede Menge Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter, alles so dabei. Kleine Festivitäten wie Geburtstagsfeiern und so weiter gemacht. Und irgendwann bin ich draufgekommen, und zwar, wo ich mit meiner Tochter dann angefangen habe zusammen singen, da sind wir mittlerweile schon schwer, du zweistimmig zum Singen. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, das will ich mir wieder aneignen. Und dann habe ich wieder begonnen, bei Chören mit zu singen und singe eben derzeit in Nenzing beim Chörle. Ja. Nennt sich das. Und in Altach bei der Gospel Family, wo ich dieses Chorisch jetzt wieder gefunden habe und lieb gewonnen habe und wirklich, also mit Leib und Seele, wenn es nur irgendwie möglich ist, dort meine Zeit verbringe. Und meine Freizeit ist eigentlich alles oder sagen wir mal zu 90% Musik. Ja, genau. Musisch. Genau. Du hast eine starke Frau in dem Fall, wo hinter dir steht, weil du bist viel unterwegs in dem Fall. Man kann nur mit einer starken Frau überleben. Jetzt sagen wir mal danke der Sabine für den tollen Mann, den sie da unterstützt. Ja. Vielen herzlichen Dank. Wie siehst du denn so die Zukunft? Weil du willst das weiterhin machen? Ja, selbstverständlich. Also bei mir ändert sich da gar nichts. Ich habe nur irgendwann einmal eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass ich nicht Geld verdienen will mit der Musik, sondern ich lasse mich auch nicht bezahlen, wenn ich irgendwo auf einer Hochzeit singe oder auf einem Dings. Aha, okay. Sondern ich mache das nur im verwandten Bekanntenkreis. Ja. Und für deinen Seelenbalsam. Für mich selbst, ja, genau, richtig. Weil ich es einfach gern tue. Wolfgang, das merkt man. Das hat man gesagt, wo wir die mit der Kamera begleiten haben dürfen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke vielmals. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du da gekommen bist und ein bisschen aus deinem langen Leben erzählt hast, das dich musisch hoffentlich noch weit in die Zukunft begleiten wird. Mhm. Behalte deinen Kärntner Humor und die Liebe zur Musik. Vielen Dank, Wolfgang, dass du da warst. Danke vielmals für die Einladung. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Vielleicht bis nächste Woche wieder. Ciao.